Ja, guten Abend, liebe Leute. Das, was ich euch jetzt bringe, das mag wirklich ein. Also ich habe wirklich gedacht, das sei ein verspäteter April-Scherz, aber es ist wirklich wahr. Und wie ich das gesehen habe, ich habe wirklich das Lachen mir nicht verkneifen können, denn das ist wirklich einfach nur schräg. Es ist auch einfach nur wirklich. Es ist einfach nur wirklich ein Hammer. Richtig ein Hammer. Ja. Mehrere Seiten haben darüber schon berichtet, sogar der Spiegel berichtete online darüber. Ich habe jetzt hier ZDF.de aufgerufen und achtet mal darauf, um was es geht. Es ist wirklich geil, richtig geil. Es geht um einen halben Liter. Bundestag sucht nach Werder Bremen-Korn. Es sollte ein Geburtstagsgeschenk werden, doch leider ist das Präsent verschwunden. In einer Rundmail an alle sucht der Bundestag jetzt nach einem halben Liter Werder Bremen-Korn. Achtung, Achtung, im Deutschen Bundestag wird eine Flasche Werder Bremen-Korn 0,5 Liter vermisst. Mit diesem Tweet erheitert der Büroleiter des grünen Fraktionsvizes Konstantin von Notz am Freitag den Bundestag. Was war passiert? Vor rund einer Woche kommt in der Poststelle des Bundestags ein Päckchen an. Darin eine Flasche mit einem halben Liter Werder Bremen-Korn. Bestimmt ist es für einen ungenannten Abgeordneten, der Bremen-Fan ist und bald Geburtstag hat. Der Korn soll ein Geschenk werden. 0,5 Liter Werder Bremen-Korn verschwunden. Doch zwischen der Poststelle und Büro des Abgeordneten geht das Paket verschütt. Also schreibt das Büro des rechtmäßigen Empfängers eine Mail an alle mit der bangen Frage: Hat jemand unseren Korn gesehen? Der Mail ist sogar ein Fahndungsfoto beigefügt. Das zeige ich euch mal eben. Ja. So, Moment. Weiter geht's. Der Aufruf per Mail ist inzwischen ein Running Gag bei Twitter. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt beteiligt sich an der Suche. Meine Mitarbeiterinnen versichern glaubhaft, sie haben alles probiert, was sich im Büro fand, aber nach Werder Bremen hat nichts geschmeckt, schreibt sie und fügt ihrem Tweet noch ein Whisky-Emoji zu. Wann hilft Werder Bremen bei der Suche? Ein anderer schreibt, diese Woche habe es die eine oder andere Rede gegeben, die auf den Verbleib der Flasche schließen lasse. Und ein weiterer fragt sich, wer so etwas freiwillig stehle. Bisher ist nicht klar, wo die Flasche geblieben ist. Auch Werder Bremen hat sich an der Twitter-Suche bisher nicht beteiligt. Für den grünen Büroleiter hat sich der Aufruf allerdings gelohnt. Er hat jetzt 20 neue Follower. Mit großer Vorliebe für Korn. Also dazu kann ich, jetzt merke ich das gerade, dazu kann ich nur sagen, den Korn habe ich in Tuss. Ich war sehr lecker. Da habe ich nur noch einen kleinen Schuss davon. Ihr denn? Also Leute, bis morgen. Brain Korn, lecker.